Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz recht herzlich zu einer Legung für dich, der Heilige Kreis. Auf dich bezogen in Themen auf deine Wunschpartnerschaft. Was kommt jetzt auf dich zu? Welche Verbindungen? Was darfst du hier erfahren? Was ist jetzt in diesem Moment wichtig? Und vor allem für deine weitere Zukunft. Ich starte jetzt für dich. Werde im Anschluss in die Deutung übergehen. Alle Kartendecks findest du in meiner Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Ich hoffe, du kannst das alles ganz gut sehen. Ansonsten, ich schiebe das hier noch ein bisschen runter, damit du das obere hier eben auch sehen kannst.
Den Heiligen Kreis habe ich jetzt für dich ausgelegt. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Hier ist einmal der Stern gefallen. Es geht hier für dich in eine absolute Wunscherfüllung, ja, um eine göttlich geführte Verbindung. Denn auf diese Karte, was die Themen halt kreuzen, ist ein Traum, wird wahrgefallen. Ich hätte diese Karte jetzt gar nicht mehr geklärt, nur um dir eben auch zu zeigen, dass es hier letztendlich in eine Wunscherfüllung geht mit der Karte der Stern und eben ein Traum wird wahr in einer Seelenverbindung. Die 22 ist gefallen. Hier geht es um Entscheidungen. Es könnte sein, dass du oder dein Gegenüber sich noch in einer Partnerschaft befindet oder wo es noch um Themen geht aus einer vergangenen Partnerschaft. Hier haben wir ganz klar die Karte der 10 der Schwerter, die sich hier in dem Deck rausgekommen ist, aus den Karten, die eben gefallen sind. Und hier kommt man in seine Erkenntnis. In seine Erkenntnis aus einer vergangenen Partnerschaft, wo es hier um Themen geht, die ich dir gleich einmal näher bringe. Ja, etwas, was bislang sehr mit Schmerzen verbunden war, tiefe Verletzungen durch vergangene Partnerschaften, durch Themen aus der Kindheit, durch Themen aus der Vergangenheit, ja, wo man jetzt in die Erkenntnis kommt. Ich starte jetzt einmal für dich, was die eigentlichen Themen sind. Was verbindet euch im Allgemeinen hier? Es geht erst einmal um die romantische Liebe. Amos Pfeil hat getroffen. Hier geht es um Stabilität. Ja? Man möchte in die Stabilität kommen. Man möchte in das Angekommensein kommen. Eure Verbindung wird letztendlich ein stabiles, festes Fundament von sich tragen. Davon kannst du hier ausgehen, solltest du in diesem Reading mit dabei sein. Ja? In der Vergangenheit geht es hier, ging es um Täuschungen. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Ja? Also du bist hier mit jemandem oder warst mit jemand in einer Verbindung, der die ganze Zeit getäuscht hat. Ja? Man hat hier eine Maske getragen, man hat hier gelogen, betrogen, hintergangen. Ja? Man wurde hier in den vergangenen Jahren nur getäuscht. Entweder du oder diese Verbindung, die sich hier zeigt. Ja, es zeigen sich hier mehrere Personen. Man kommt hier in seine Erkenntnis, sagt mir auch ganz klar, die 3 des Wassers, die 3 der Kelche beinhalten, wo es eben hier eventuell um eine 3x-4x-Konstellation sich handelt. Ja? Des Weiteren, was euch beinhaltet, noch einmal die Bestätigung. Ja, dass es hier zu einem Hoch kommt, dass du letztendlich hier in dieser Liebesverbindung feiern wirst, ja, dass du durch deine Transformation gegangen bist, auch für die, die hier noch nicht in ihrer Transformation sind, sind hier noch Themen, die ich dir gleich näher bringen werde, die du bearbeiten darfst, um letztendlich in ein Hoch zu kommen. Die Hochzeit ist gefallen, die Feierlichkeit ist gefallen, ja, wo es dann in einen absoluten Neubeginn geht. Somit auch die Geburt, der Wunsch, etwas Neues entstehen zu lassen. Das sagt mir auch ganz klar, dass man hier den Wunsch hat, um letztendlich in seine Angekommenheit zu gehen, was das Haus hier aussagt. Ja, in seine Stabilität. Atmen ist gefallen. Ja, du darfst dir jetzt die Zeit nehmen, wo du eben nochmal tief durchatmen darfst. Denn ich bekomme hier bewusst, dass plötzlich etwas geschieht. Ja. Solltest hier in die Meditation gehen, denn es könnte hier für den einen oder anderen sehr schnell vonstatten gehen. Ja? Die Wunscherfüllung, die jetzt für dich eben kommt. Du hast auch lange, bekomme ich hier, darauf gewartet, aufgrund vergangener Themen, Schmerzen, die sich hier gezeigt haben, bist hier in deiner Mitte. Ich bekomme sogar, dass du dich hier selbst repräsentierst. Ja, dass du hier sehr in deiner Angekommenheit bist, dass du dieses spürst, rein intuitiv auch, was auf dich zukommt. Du bist vollkommen in deiner Mitte. Solltest du nicht in deiner Mitte sein, wirst du jetzt hiermit damit aufgefordert, in deine Mitte zu kommen. Ja. Geerdet zu sein. Wir haben die 2 der Erde. Es geht hier nicht mehr darum, dass man jongliert mit vergangenen Situationen, dass man abwiegt. Ja? Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen unter euch, der hier noch mit tiefen Schmerzen konfrontiert ist. Letztendlich hört dieses Abwiegen, das Jonglieren zwischen 2 Partnern aber auch auf. Ja?
dass man hier genau weiß, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich angekommen fühlt. Bedenke bitte, wir haben das Haus, die absolute Stabilität, das Fundament, wo letztendlich eure romantische Liebe wachsen darf. Ja? Und hier zeigen sich eben die Themen. The Feminine ist gefallen und das sagt mir hier ganz klar diese Weiblichkeit, diese weibliche Kraft, wo du derzeit wirklich in die Annahme gehen darfst, solltest du dich hier so fühlen in deiner Traurigkeit. Ich bekomme auch Verlassensthemen, ja, dass du dich verlassen fühlst, hintergangen, dass man dich alleingelassen hat, sehr verletzt hat, ja, dich unter Druck gesetzt hat. Und hier geht es darum, dass du in deine Notwendigkeit kommst, ja, absolut in dir selbst auch dieses Gefühl aufrufst, ja, wo möchte ich hin, wo möchte ich letztendlich ankommen, was ist mein Ziel, was darf ich hier fokussieren, dass du rausgehst aus dieser absoluten Traurigkeit, worin du dich wahrscheinlich derzeit noch befindest für den einen oder anderen. Solltest du dich nicht in diesem Thema befinden, sind es die Themen deines Gegenübers, ja, dass man hier Themen hat und aus lauter Vorsicht, aber auch, ich bekomme sehr viel Vorsicht, nicht ins Handeln gegangen zu sein, da man hier mit diversen Themen eben der Schmerzen aufgrund der Vergangenheit, dass in einer Partnerschaft Schmerzen eben hervorgerufen wurde oder du deinem Gegenüber hier ganz klar die Themen getriggert hast, gespiegelt hast, ja, welche Themen hier dein Gegenüber klären darf, dass du in die Annahme gehst. Und wir haben noch einmal den Erddrachen. Was heißt noch einmal? Wir haben hier eben auch die zwei der Erde, ja, wo ich dann bekomme, dass du hier absolut geerdet bist, ja, dass du Großes erwarten wirst, ja, denn wir haben mit dem Erddrache, bleib geerdet, sei bereit zu dienen, festsitzende Energien lösen sich, du kannst im Leben vorwärts kommen. Ja, für all die, die hier noch nicht in ihrer Erkenntnis sind, nicht in der Erkenntnis des Angekommenseins, ja, dass du hier in die Meditation gehen darfst. Ja, was möchtest du? All das, was ich eben sagte, fokussiere bitte deine Ziele. Wo möchtest du letztendlich stehen? Wo soll es für dich hingehen? Denn das ist das Thema, was du im Eigentlichen möchtest. Du möchtest Stabilität und angekommen sein. Ja, bitte raus aus den Themen der Trauer. Dass man nicht mehr jongliert, denn in eurer Verbindung bekommst du hier Hilfe, Hilfe von außen, Hilfe des Göttlichen, ja, dass dein Weg geführt wird. Denn die Karte sagt dir ganz klar aus, dass du deinen Weg um dich herum lösen darfst. Alle Komplikationen, alles, was bisher stagniert hat, alles, was bisher, wo dir vielleicht Menschen im Außen Steine in den Weg gelegt haben, das Göttliche räumt hier alles zur Seite. Ja? Es wird hier mitgeholfen, damit es hier letztendlich in die Wunscherfüllung gehen kann. Ja? Für all die, die hier noch tiefen Schmerzen unterlegen sind, ja, was diese Karte hier eben auch aussagt, dann darfst du hier deiner Berufung folgen, ganz, ganz wichtig. Ja. Du bist diesen Menschen letztendlich begegnet, um zu dienen, um deiner Berufung zu folgen. Aber auch wenn du hier Themen hast, ja, solltest du bitte ganz genau schauen, welchen Fokus hast du, ja. Du bist hier, spielst auf einem, stell dir es bitte so vor, wie ein Schachbrettspiel und bist du Spieler oder bist du unterlegen den Personen, die mit dir spielen? Ja, da solltest du ganz genau hinschauen, denn für den einen oder anderen, zumindest für eine Gruppe, bekomme ich hier bewusst Themen, wo man eben mit dir spielt, ja, wo du in der Vergangenheit nicht hingeschaut hast. Aber jetzt darfst du hinschauen, ja, dass du nicht jonglierst, vielleicht auch, dass du in einer gewissen Haltung warst, dass du dein Leben mehr oder weniger in der Vergangenheit wie verspielt hast. Ja. Auch für die, wo ich dann bekomme, dass man keine Chance mehr hat auf einen Neubeginn. Ja. Aber hier wird der Weg freigeräumt für dich, für diese Liebe. Und werden die Liebe hält durch und darum geht es. Die Liebe gibt nicht auf oder verliert den Glauben.
Die Liebe ist voller Hoffnung und jeder Situation gewachsen. Ja, werde dir dessen bitte bewusst, denn sobald du aufgibst, in dieser Situation verweilst, so wie es ganz klar auf der Karte repräsentiert wird, hast du im Grunde genommen verloren, da du nicht an diese Liebe geglaubt hast. Ja, solche Themen bekomme ich eben hier. Denn du wurdest getäuscht, dein Gegenüber wird getäuscht. Vergiss bitte nicht, hier geht es um Täuschung, hier geht es um die Erkenntnis. Du darfst aufwachen, ja, er oder sie darf aufwachen in der Thematik, wo ihr euch befindet. Ja, man hat hier ein Spiel gespielt mit dir oder deinem Gegenüber. Welche Themen habt ihr? Ich gehe jetzt einmal hier so durch, was der Kreis beinhaltet. Letztendlich, was ich dir hier schon eben gesagt habe, geht es in deine Wunscherfüllung. Vergiss das bitte nicht. Und es geht hier darum, nicht aufzugeben. Ja? Abwehrhaltung. Wahrscheinlich habt ihr derzeit keinen Kontakt. Aber hier kommt Kraft. Du bekommst Kraft. Dein Gegenüber bekommt Kraft. Warum? Weil du weitergezogen bist, ja? Weil du dich weiterentwickelt hast, weil du nicht aufgegeben hast, ja? Wir haben die Sonne und wir haben die Abwehrhaltung. Du gibst deinem Gegenüber hier so viel Kraft, dass man nicht anders kann, als aus der Abwehrhaltung herauskommen. Du wirst hier auch beobachtet, ja? Man beobachtet dich hier oder du dein Gegenüber, je nachdem, wie du hier schaust. Ja? Hier wird beobachtet. Man wird aus dem Grund, man ist aus dem Grund in die Abwehrhaltung gegangen, da man weiß, es handelt sich hier um die Liebe und man hat hier noch Themen. Man ist hier Verstrickungen unterlegen. Ja? Denn du siehst hier ganz klar mit den vier der Kelche, ja, dass entweder dein Gegenüber in einer Abhängigkeit ist, ja, eine gewisse Suchtthematik hat oder in einer Partnerschaft, wo man von ihm oder ihr noch abhängig ist. Letztendlich geht es aber darum, um hier rauszukommen und genau darum seid ihr euch begegnet, da du oder dein Gegenüber oder ihr beide ja nicht in der Stabilität wart, was sich hier ganz klar im Hauptthema zeigt. Das Haus und eben die romantische Liebe. Amos Fall hat getroffen, vertraue bitte darauf. Ja. Die Liebenden, Zweisamkeit. Angekommen sein. Ich bekomme für viele, viele Menschen, dass bis zum Sommer, es könnte Juni sein, es könnte August sein, schau bitte ganz genau, dass man sich hier von allen Verstrickungen gelöst hat. Ja? Einmal mit der Vier der Kelche und mit den Liebenden. Es könnte auch sein, dass ihr euch in diesen Monaten begegnet seid. Ja, schau bitte auf deine Situation. Hier haben wir die Sonne und ich schaue gleich, was sich hier einmal zeigt. Mit der Zeit einmal auch. Ihr seid euch wahrscheinlich hier bewusst begegnet in den Sommermonaten oder eben in einer Zeit, wo es warm war, um gewisse Verstrickungen zu lösen. Dennoch bekomme ich hier, dass bis zum Sommer wirklich hier ein Hoch für euch kommt. Welche Themen hat man hier? Acht der Stäbe. Man darf sich hier befreien. Befreien aus den Verstrickungen, aus Themen, Partnerschaft, Suchtverhalten, ähnliches. Ja? Je nachdem, in welcher Situation du dich befindest. Befreien, aufwachen, ein neues Leben beginnt hier für dich, für euch. Ja? Welche Themen hast du? Welche Themen hat dein Gegenüber? Die Acht der Stäbe, hier geht es um einen Kampf. Hier kämpft jemand mit sich selbst. Ja? Derzeit immer noch, das sagen auch diese Karten aus. Ja? Man kämpft hier letztendlich gegen sich an, gegen sich und seine Gefühle an. Ja? Es könnte sich hier auch um jemanden handeln, der hier einmal sehr, sehr viel an dich denkt, aber auch sehr, sehr viel an andere Personen hier denkt. Ja? Dass man sich nie richtig entscheiden konnte, was die Wollust beinhaltet. Ich bekomme aber mehr dieses Thema, dass man sehr nach dir, ja, dass man diese starke Leidenschaft, dass man sich zu dir sehr stark angezogen fühlt. Ja? Aber man hat hier ein Vertrauensthema, ein klares Vertrauensthema. In der Vergangenheit
Oder auch derzeit wurde einem den Boden unter den Füßen weggezogen durch eine Noch-Partnerschaft, vergangene Partnerschaft, je nachdem. Ja? Und aus dem Grund ist man hier in den Rückzug gegangen. Wahrscheinlich gibt es hier noch Familie und Kinder, ja? Was du hier ganz klar auf dieser Karte sehen kannst. Falsche Geisteshaltung. Ja? Hier hatte jemand die falsche Geisteshaltung, indem man entweder wurde mit ihr oder ihm gespielt, ja, dass man hier belogen, betrogen, verletzt wurde. Man hat hier mit den Gefühlen deines Gegenübers oder mit dir gespielt. Ja. Und aus dem Grund hat man die falsche Geisteshaltung, aus dem Grund wurdet ihr auch zusammengeführt. Was sich hier auch ganz klar zeigt, wo ich das eben sagte mit der Wollust, ja, ich sagte ja, hier beobachtet man, man schaut sich hier vielleicht Bilder an oder ähnliches, denkt sehr, sehr viel nach, ja. Man zeigt sich hier nicht selbst, ja, also man tut das hier, währenddessen du das nicht bemerkst. Entweder beobachtet man dich über Social Media oder ähnliches, ja, denn diese Person ist bedeckt, ja, man sieht hier ganz klar die Brille, es könnte auch sein, dass dein Gegenüber hier oder du eine Brille trägst und man beobachtet hier ganz klar, ja, aus dem Grund, man weiß auch, dass du unwiderstehlich bist, ja, oder dein Gegenüber, auch beide, ihr habt diese starke Anziehungskraft, ja, und hier sind mehrere Menschen, die dich begehren, mehrere Personen. Du wirst hier von mehreren männlichen Personen oder weiblichen Personen umgeben und auch verehrt, ja. Und du bist hier in deiner Ruhe, in deiner Gelassenheit. Einer von euch ist hier etwas unruhig und kommt jetzt dadurch auch in Bewegung, da man ja weiß, dass du hier schon mehrere Verehrer oder Verehrerinnen hast. Ja. Wo du natürlich, ich weiß jetzt nicht, für wen er stimmig ist, ja, was dich natürlich in eine gewisse Gelassenheit auch stimmt, ja. Aber einem von euch wird dadurch etwas nervös, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt etwas tun, ja, wenn ich diesen Menschen nicht verlieren möchte. Und hier zeigen sich Themen der Manipulation, ja. Hier geht es um den Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen wird entweder durch die Münze, was es hier schon repräsentiert, finanzielle Dinge unter Druck gesetzt, manipuliert, da man ja hier das Gewisse darstellt, ja, also in einer Partnerschaft, wo man mehr und mehr zur Erkenntnis bekommt. Danach hat sich allerdings die Königin der Kelche gezeigt, ja. Mit dieser Person, wo man absolute Themen hat. Nur diese Person zeigt sich hier, wie du eben gesehen hast, in Kopflage. Ja? Wo danach eben hier auch der Gehängte gekommen ist. Ja? Also hier wacht man nach und nach auf, um sich der Situation zu bekennen. Ja? Dass es hier eben nur um finanzielle Machenschaften ging. Mit dem Ritter der Münzen. Und hier wird man manipuliert bis aufs Äußerste, ja. Man war hier eigentlich nur eine Marionette in einer Partnerschaft oder ist derzeit noch. Ich bekomme bewusst, dass man klar die Augen jetzt öffnet, ja, da wir ja die romantische Liebe haben und eben das Haus, die Stabilität. Einem wird immer mehr und mehr klarer, dass man hier nur gedient hat in dieser Verbindung. Und hier geht es darum, dass man sich befreit, nicht mehr so behandeln lässt. Ja? Wir sehen hier auch ganz klar, dass der Ritter der Münzen hier in Bewegung kommt. Ja? Ich bekomme Bewegung, dass man hier den Weg der Heilung gehen möchte. Raus aus den Manipulationen, Verstrickungen, Befangenheit. Ja? Man ist hier befangen, vielleicht auch nicht in seinem Selbstwert, in seiner Selbsterkenntnis. Ja. Für den einen oder anderen könnte es sein, dass es sich hier um eine Person geht, die nach außen hin genau weiß, was sie darstellt, repräsentiert. Ja. Aber wenn es um das Innere geht, ja, gibt es hier nur Manipulationen. Du bemerkst diese Person das nicht im Außen. Ja. Also dir fällt das nicht auf. Wenn du dieser Person begegnest, dann würdest du denken, diese Person wäre total in ihrer Mitte. Nein, so ist es nicht, meine Liebe, mein Lieber.
Diese Person wird hier manipuliert und zeigt es natürlich nicht nach außen, hält es verborgen. Ja? Also ich bekomme hier, man ist hier kein offenes Buch, für jeden zugänglich. Und wir haben die Karte, sich verlieben. Und man hat sich hier verliebt. Wir haben ja auch hier die Selbstliebe, wozu ich dann gleich komme. Und wir haben den König der Schwerter. Es könnte jetzt für eine Person sein, ja. Aber für eine Gruppe bekomme ich auch hier, da wir hier die Unwiderstehlichkeit haben, dass hier mehrere Personen, zumindest zwei männliche Personen, zwei weibliche Personen, schau bitte für dich, wenn du von Frau zu Frau schaust, Mann zu Mann schaust, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Und hier überlegt schon jemand, wie er oder sie auf dich zukommt, denn wir haben den Ritter der Schwerter, ja, den ich hier schon für die männliche Person bekomme. Und hier geht es um jemanden, der klare Entscheidungen trifft, der ganz genau weiß, was er möchte. Und aus dem Grund kommt hier auch der Ritter der Münzen in die Position, dass in die Bewegung, ja, dass man hier etwas tun darf. Man wird mehr oder weniger instinktiv herausgefordert, da man weiß, dass du unwiderstehlich bist. Ja, und kommt in die Erkenntnis, dass man hier etwas tun muss. Ja, und diese Person ist ja schon in der Bereitschaft, denn der König der Schwerter trifft klare Entscheidungen. Denn er weiß, was er möchte. Währenddessen diese Person hier noch eventuell jongliert und abwägt. Deswegen bist du hier, wahrscheinlich kann es gut sein, dass du hier mit zwei männlichen Personen zu tun haben wirst. Ja? Oder zumindest in einer Konstellation, wenn du hier für die weibliche Person schaust, dass hier eben noch zwei Männer sind oder zumindest ein Rivale eben ist. Ja? Schau da bitte ganz genau. Und hier haben wir die Erotik. Dieser Mensch zeigt sich sehr leidenschaftlich, sehr erotisch, ja, möchte auf dich zukommen. Überleg gerade, also hier bekomme ich eine gewisse Strategie, ja, wie man auf dich zukommt, ja, wie man das am besten anstellt, um dich hier von sich zu überzeugen, ja. Also einer von denen ist absolut hier in seiner Überzeugungsfähigkeit und möchte hier auf dich zukommen, denn wir haben hier, dass hier mehrere auf dem Weg sind, ja, auf dich zukommen möchte. Des Weiteren könnte es eine Person repräsentieren, dass man jetzt rauskommt, klare Entscheidungen zugunsten deiner trifft, ja, um hier, denn ich bekomme hier zwischen euch eine starke Impulsivität, die Karte der Erotik. Also ihr seid euch hier wahrscheinlich begegnet und von dem ersten Moment an ist es hier impulsiv zwischen euch vonstatten gegangen. Nicht, dass man hier intim geworden ist oder ähnliches, was natürlich auch sein kann. Wobei ich hier bekomme, dass die romantische Liebe getroffen hat, ja, dass Amors Pfeil getroffen hat. Und wir schauen weiter. Wir haben die Naivität. Ja, hier geht es um Drittpersonen, Viertpersonen in der Vergangenheit. Also man hat sehr, sehr viel Reue, ja. Sehr, sehr viel Reue. Man war naiv gewesen, dass man sich in der Vergangenheit falsch entschieden hat für den falschen Partner, falsche Partnerin. Man kommt mehr und mehr in die Erkenntnis. Hier sind Kinder involviert. Es könnten Kleinkinder sein mit den vier der Stäben einmal und mit der Karte der Naivität. Ja. Also man hat sich hier eingelassen, wobei man eigentlich vorher vielleicht auch schon intuitiv die Warnung bekommen hat, ja, dass man hier getäuscht wird, dass hier viele Menschen, es könnte sein, dass du mit vielen Menschen involviert bist oder dein Gegenüber und dass hier eben mehrere eine Maske tragen. Und das war dir in der Vergangenheit nicht ganz bewusst. Ja. Intuitiv schon bekomme ich hier, das sagen auch ganz klar die Karten. Ja. Denn du hast hier nicht tief genug geschaut, ja, bekomme ich hier mit dieser Karte auch, dass du erst eben so tief fallen musstest, dass du hier in die Erkenntnis kommst. Ich bekomme sehr viel Dunkelheit und sehr viel Turbulenzen auch, die du in der Vergangenheit ausgesetzt warst. Es musste viel geschehen, damit du in deine Erkenntnis kommst und aufwachst. Deinen Leidensweg letztendlich hier gehst. Und noch einmal, ein Traum wird wahr in dieser Seelenverbindung. Und hier geht es um Entscheidungen, dass du entweder hier noch eine Entscheidung treffen musst, die Entscheidung wird klar für dich getroffen, oder du entscheidest dich hier klar für deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin,
für diese göttlich geführte Verbindung. Ja? Ich bekomme hier, es könnte sein, dass du allein bist, dich schon getrennt hast und hier letztendlich die Wahl hast zwischen zwei männlichen Personen. Ja, hier kommen dann plötzlich zwei auf dich zu, die werden dir aber auch göttlich geschickt. Ja, das Universum schickt dir hier zwei Personen und du darfst dann letztendlich entscheiden. Du lässt dich hier auch nicht mehr täuschen. Ich bekomme viel für die, die sich transformiert haben, dass du dich nicht mehr täuschen lässt. Ja, dass du in der Vergangenheit, dass man mit dir gespielt hat, ja, wo dann eben auch die Manipulation diese sich hier aufzeigen, ja, dass du jetzt geerdet bist und dass du hier jetzt die Wahl treffen darfst, die Wahl für dich. Ja, es könnte auch sein mit den zwei der Erde, die zwei der Münzen, dass du ja hier letztendlich dann abwägen musst, wen du eben in dein Leben hier lässt, wer bleibt, ja, wo du eben die absolute Stabilität dann eben auch hast. Ja, diese Sicherheit, die ich bekomme hier, du möchtest ankommen, ja, du möchtest hier Geborgenheit, du möchtest Harmonie, du möchtest ein stabiles, festes Fundament. Dieses hast du auch schon, ja. Ich bekomme hier, du hast diese Stabilität. Für all die, die hier nicht in ihrer Stabilität sind, dann darfst du bitte in die Erkenntnis gehen. Welche Themen hast du hier, ja? Welche Verstrickungen, welche Themen von Hause aus darfst du hier klären? Warum bist du diesen Belastungen ausgesetzt? Da wir ja auch hier im Hauptthema haben, nicht nur die 10 der Schwerter, sondern wir haben auch hier die Selbstliebe, ja? Dann bist du in dem Thema, dass du dich hier nicht gut genug fühlst. Ja, aber das bekomme ich auch für die Verbindung deines Gegenübers oder eben für dich. Hier zeigt sich eine Person, die hier nach außen hin den schönen Schein wahrt. Man täuscht hier. Und im Inneren ist man hier tief verletzt. Ja? Nach außen repräsentiert man dieses Fröhliche, dieses Gelassene, hat auch sehr viel Spaß wahrscheinlich. Nur im Inneren ist man hier sehr stark verletzt. Die 10 der Schwerter, ja. Starke, gravierende, emotionale, körperliche, physische Verletzungen, die sich hier eben zeigen. Und jetzt kommt man zur Erkenntnis, ja. Woran hat es hier gelegen? Es könnte in einer Partnerschaft sein, es könnte ein Mutterthema, Elternthema, es könnte ein Thema sein aus der Kindheit, ja. Da müsstest du bitte einmal für dich schauen. Es ist eine allgemeine Legung. Für die, die hier diesen harten Weg auch gegangen sind, ja, wovon du ja weißt, diese tiefen Schmerzen, du hast dich auch mehr oder weniger, ja, von diesen ganzen Schwertern, Schwert für Schwert selbst befreit, von diesen ganzen 10 Schwertern, indem du in deine Erkenntnis gegangen bist, vor allem den Weg freigemacht hast, deiner Berufung gefolgt bist, ja, was mir diese Karte ganz klar auch sagt, der Erddrache. Denn du bist hier geerdet geblieben, du bist bereit gewesen zu dienen. Ja, die Karte sagt aus, bleibe geerdet, sei bereit zu dienen. Festsitzende Energien lösen sich. Ja, es löst sich jetzt von selbst auf, indem du deiner Berufung gefolgt bist. Und für all die, die hier noch eben Themen haben, was ich gesagt habe, dann schau bitte, wer hier täuscht. Ja, täuschst du dich vielleicht selber, indem du hier in Manipulationen bist. Ja, nur sicher ist hier, die Liebe ist gegeben. Amos Pfeil hat getroffen und irrelevant, ob du hier in einer Transformation, ob du das alles schon durchlebt hast oder eben, ob du gerade verlassen wurdest, in eine Trennung gegangen bist, was eben da deine Verbindung, deine Wunschpartnerschaft beinhaltet. Also noch einmal absolute Wunscherfüllung hier. Ich zeige dir die Karte nochmal in die Kamera. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Für den einen oder anderen geht es hier in einer Hochzeit, dass es in eine Verbindung zwischen euch geht, in eine tiefe Verbindung, sehr viel Leidenschaft, ja. Auch diese Karte, du hast hier, was ich noch bekomme, deine Transformation ist hiermit bestanden, ja. Du bist hier einen harten, schweren, mühseligen Weg gegangen, ja. Was ich eben sagte, du hast dir jedes einzelne Schwert hier selbst rausgezogen und bist deinen langen Leidensweg gegangen. Aufgrund dessen wirst du hier belohnt, ja,
dass du eben in deine absolute Erfüllung kommst. Nicht nur in der Liebe, im Allgemeinen hier, ja. Alles, was du dir hier gewünscht hast, das geht jetzt in die Erfüllung. Eine Neugeburt. So, meine Liebe, mein Lieber, das war einmal hier für dich der Heilige Kreis. Das sind die Themen, womit du jetzt konfrontiert wirst. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Fühl dich umarmt. Bis dahin.